Speichern fehlgeschlagen, das ist sehr schade. Können wir nicht speichern, wenn wir in dem Ding sind? Doch. Ich wollte schon sagen. Und hinaus in den Sturm. Wir schauen kurz auf die Karte. Ist wieder ähnlich wie vorher schon auf dem Planeten, wo wir Liara gerade weggeholt haben. Auf Terrum. Von der Länge her. Also, es geht. Sollten eigentlich relativ schnell durchkommen. Mal sehen, wie viele Geth hier auf dem Weg lauern. Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Da müssen wir mal gucken. So, aber erstmal wieder ganz gemütlich durch den Schnee fahren. In dieser Anlage ist das schon, ne? Ist auch schön, dass es genau diesen einen Weg gibt, der exakt zu Gipfel 15 führt. Und ansonsten überhaupt keine Wege hier zu erkennen sind von der Garage aus. Okay, hier vorne gibt es eine Kiste. Das sieht mir irgendwie wie eine Falle aus, habe ich das Gefühl. Gut, wir gehen trotzdem mal raus und sammeln das ein. Kann nicht schaden. Predator 4, willst du mich verarschen? Jetzt gebt ihr mir eine Turianer-Rüstung. Okay, das Blue Wire, weiß ich nicht, ob das besser ist als das, was wir schon haben. So, dann steigen wir mal schnell wieder ein. Ich guck mal kurz. Ihr seid echt Misthunde. Da habe ich jetzt gerade Geld ausgegeben, um mir eine neue Rüstung zu kaufen. Und dann kriege ich eine, die zwar ein Level schlechter ist als das, was ich schon trage, aber in sämtlichen Belangen besser. Na, dankeschön. Ah, die ist genauso hässlich wie die, die ich jetzt gerade mit Shepard trage. Achso, ich kann seinen Helm nicht abnehmen, natürlich, weil wir gerade draußen sind. Hab mich gerade schon gewundert. So, die Predator, ach, die ist mittel, oder? Kann das sein? Mal kurz schauen. Nee, die ist auch leicht. Okay. Bleiben wir natürlich dabei. Hier hatten wir das Notfallinterface drin. Gut. Mal kurz schauen. Banshee, Skimitar, Edge, Hammer 3. Hier könnten wir vielleicht noch mal was drauflegen. Komm, kriegst du auch mal einen Kampfsensor hier. Und vielleicht die Panzerbrechende. Gerade wenn wir jetzt gegen die Geth kämpfen, ist das vielleicht nicht schlecht. Okay, dann geht's auch schon weiter. Das war's für den. Und der Kollege hat sich auch direkt verabschiedet. Er hat sich doch noch nicht verabschiedet. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen nachhaken, weil sie mit ihren Barrieren hier gut arbeiten. Aber es halt so, was soll's. Bleiben wir noch ein bisschen hinterm Hügel. So, da geht das nämlich ein bisschen besser, wenn ihr von sich aus vorkommen hier. Das ist jetzt gemein, weil die halt so nah sind, dass man echt schauen muss, wie man hier schießt, wie man das Gerät stellt, damit es auch halbwegs trifft. Ich treffe nämlich nicht. Ach, weißt du, scheiß drauf. Zack, drüber. Wow, what the fuck? Was tue ich da gerade? Ich töte auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. Lief jetzt nicht so geil. Muss ich mal feststellen. Und ich fahre auch noch genau in die Raketen rein gerade. Scheiße. Wo geht's ein? Geht's gar nicht gut. Natürlich, ich nehme alle mit. Ich nehme jede Rakete mit. Wie sie auch gerade kommen mag. So, ich schieße schon mal aus der Ferne ein bisschen hier. Meine Güte. Oh je, mir geht's echt scheiße gerade. Oh, nein, 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 nein. Dann drücken wir lieber mal F. Du sollst nicht drauf schießen. Nein, hör auf zu schießen. Hört auf zu schießen. Ich werde noch repariert. Verdammt! Meine Güte! Okay, ich muss aber ganz kurz warten. Es geht meinem Marco nicht so gut. Die Stelle ist aber auch echt fies. Weil man eben durch diese Höhenbeschränkung manchmal einfach nicht treffen kann. Und du kannst ja auch nicht ausweichen. Du kannst nirgendwo hin. So, nochmal neu reparieren. Alter, war das fies!
muss ich natürlich meine ganzen schönen Universalwerke, mein ganzes schönes Universalgeld hier ausgeben. Nur um die Kiste ein bisschen zu reparieren. Und viel bringt's auch nicht, sehe ich gerade. Das ist ja echt mies. Was kommt denn jetzt? Guck, mir geht's jetzt schon nicht mehr so gut. Oh Mann. Naja. So, da hinten sind Schilde, sehe ich schon. Da schießt er direkt mal drauf. Da haben wir die schon mal weg. Ich muss echt aufpassen jetzt. Ich sehe die einfach nicht auf die Entfernung auch, ne? So. Guck mal, das hin mit ein bisschen ausweichen. So, Kampfläufer sollten wir doch eigentlich packen. Also mit dem Marco sollten wir nicht das Problem sein. In Ordnung. Haben wir die? Hier vorne gibt es, glaube ich, noch was zum Öffnen. Jawohl. Ich glaube, da hatte ich hier drüben im Gang auch mal was stehen lassen, ne? Moment, ich mach das mal lieber so. Falls ich es mal wieder verkacke. Schneller. Ach, ich kann auch gedrückt halten einfach. Ich muss gar nicht jedes einzeln drücken. Hätte ich natürlich auch mal vorher wissen können. Komm, ich bin mal mutig jetzt. Mach das gleich mal ohne Speichern. Gib mir die Repetitions. Noch ein Universalwerkzeug. Okay, dann muss ich mal kurz schauen. Ja, ja, ist gut. Liara kann sicherlich den Bio... die kann auch ein Universalwerkzeug anlegen, das ist sehr schön. Aber mittlerweile sogar schon 1 Stufe 5. Ja, das geben wir ja auch gleich mal, würde ich sagen. Und den Bio-Verstärker kann sie auch, aber der ist schlechter als der, den sie schon hat. Echt jetzt? Mein Abkühlungsbonus ist besser, aber trotzdem. Echt jetzt? So, ich will noch mal kurz noch schauen, ob ich hier bei ihr Exoskelett, Schmetterschaden, Physiklimit, Energiegewebe, Schildregeneration und Tattung. Ich mache mal das bei ihr. Und Garrus hat ja das Notfallinterface, das lassen wir auch drin. So, ich fahre mal, fahr ich jetzt noch mal zurück wegen der Kiste? Ach komm, was so ist. Ich würde ja gerne meinen Marco mal wieder ganz machen. Dem geht's so übel. So, irgendwo hatte ich doch hier eine Kiste, an der ich vorbeigefahren bin. Andererseits haben wir jetzt natürlich auch so einen schönen Feuerschweif hinten dran, der so aussieht, als hätten wir ein Triebwerk. Habe ich mir das eingebildet? Da war doch eins im Gang, oder? Gibt's ja nicht. Gut, dann halt doch nicht. Dann leide ich wohl unter... Ne, doch hier, Upgrade-Kit. Habe ich mir doch nicht eingebildet, ne? Ich habe mich schon gewundert. So, ist da jetzt nichts Besonderes, aber nehmen wir mit. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Okay. Noch ein bisschen Polonium-Munition gekriegt. Halt, was ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Noch ein Upgrade-Kit, meine Güte. Hier ist was los. Ein Haufen Kram, der hier rumliegt. Jetzt steigen wir auf der Seite aus. Sind wir nicht sonst immer rechts ausgestiegen? Gut, kommt alles mit. Im Zweifel ist es Geld, das wir hier einsammeln. Wenn wir es nicht gebrauchen können, ansonsten. In Ordnung. Dann setzen wir unseren Weg mal fort. Mit einem Marco, der sich mittlerweile schon wieder ganz gut selbst repariert hat, sehe ich gerade. So. Ich muss mal kurz schauen, repariert er sich, wenn wir stehen, oder wie ist das? Nee. Doch. Oder? So langsam scheint sich die Leiste dort zu füllen. Ja. Oder ist das vielleicht auch, wenn wir fahren? Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall brennen wir ein bisschen. Aber damit muss man jetzt leben. Das ist halt so. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Auf jeden Fall mal wieder speichern. Das könnte nicht schaden. So, kommt ja gleich der nächste Gang dieser Sorte, oder ist es jetzt anders hier? Das sieht schon mal ein bisschen besser aus als vorher noch bei dem anderen. Na komm schon. Kriegst du es noch hin? Ja, Dankeschön.
Speichern ist mal wieder fehlgeschlagen, das heißt, davon warten schon wieder Massen von Gegnern wahrscheinlich. Da kommt schon, wo seid ihr? Ah, da hinten auf dem Radar sehe ich es schon. Einfach schon mal hinschießen. Auf Verdacht. Ach, das ist bloß ein Geschütz, okay. Ah, zur Seite. Okay, der Berg hilft uns. Das ist gut. So kann ich arbeiten. Wunderbar, der Rakete weiche ich mal noch aus, ganz gemütlich. Und dann können wir hier noch das Medizinkit mitnehmen. Keine Ahnung, ob wir überhaupt Medigel brauchen. Schlecht wird's nicht. Gut, dann haben wir also auch den Teil hinter uns gelassen. Das heißt, so ein Gang kommt jetzt nicht nochmal. Wir haben noch zwei Biegungen zu absolvieren und dann sind wir auch schon da. Das ist schön, das freut mich. Ich traue dem Marco nämlich nicht mehr, wenn er so brennt. Muss ich mal so zugeben. Was ist das denn für eine Riesenanlage? Wahnsinniges Hochhaus hier. Na gut, davon scheint nochmal so eine Art Schildwall zu sein, hinter dem sich wahrscheinlich auch ein paar Geth-Camper verstecken. Dort meine ich so. Ist natürlich sinnlos, einfach drauf zu schießen, vor allem weil hier Geschütztürme zu stehen scheinen. Ob wir das schon zerstören können von hier aus? Wer weiß, aber der da drüben. Boah, was? Der da drüben schießt ja schon auf uns. Ha, siehst du mal. Können wir auch auf die Entfernung zerstören, wunderbar. Ich glaube, das andere war gar kein Gegner. Und das sind auch gar keine Barrieren, das sind einfach nur irgendwelche Sendemasten oder sowas. So, wunderbar, das ging. Und weiter. Hui, nicht so nah am Rand hier zu hüpfen anfangen. Das muss jetzt nicht sein, dass wir hier am Ende noch in den Abgrund stürzen, nur weil das Ding gerade zu hoppeln beginnt. Okay. Wir sind fast da. Hier vorne nochmal rechts um die Ecke und dann sollten wir schon sehen, wo wir hinkommen. Ist das denn dieses Hochhaus, das wir aus der Ferne gesehen haben? Oder ist das was anderes? Auf jeden Fall, ja, es ist das Ding. Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir hier erst einmal geschützt. Oh, da drüben, okay. Ich habe gerade blöderweise auf dem Radar geguckt, als es die geschossen hat, deswegen habe ich die Rakete nicht gesehen. Ach Gott, ah. Die passen sich aber auch farblich gut der Gebirgswand an, muss man mal so feststellen. So, ich schieße einfach nochmal rein. So lange wie es geht, aber ich glaube, die sind alle drin. Das bringt uns also gar nichts hier. So, speichern geht noch, weil der Feindkontakt noch nicht richtig hergestellt wurde. Können wir denn hier was sammeln? Nee. Okay. Hätte sein können. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Finde ich auch. Okay. Na dann, los. Öffnet sich hier was von alleine? Ja. Was ist das denn? What the fuck? Was sind das für Grafikfehler hier gerade? Lässt sich total gut kämpfen, wenn ich nichts sehe. Das sind die Gegner! Texturen sind bloß nicht geladen von denen. Fuck you! Ach du Scheiße. Ich sollte vielleicht auch mal Einigkeit benutzen. Wenn ich den jetzt schon alleine hinkriege. Okay, aber es sind ja noch ein paar andere da. So, vielleicht noch mal ein bisschen Heilung für die Freunde. Ich sehe halt blöderweise die Gegner jetzt nicht, ne? Ich weiß ja nicht, was genau das jetzt darstellen soll hier mit dem Organer. Aha. Halt mal einfach mal ein Dauerfeuer drauf. Ich weiß ja nicht, was das hier jetzt mit den Grafikfehlern darstellen soll, aber ich glaube,
Wenn der Kampf vorbei ist, muss ich mal kurz neu starten. Um zu schauen, ob er das vielleicht nicht... Jetzt sehe ich auch so aus. Na, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Es lässt sich total geil kämpfen so. Also nicht, weil man sieht nichts. Scheiße. Was ist das denn? So, einfach drauf, einfach drauf. Vielleicht nochmal ein bisschen werfen hier den Kodana. So. Nochmal ein bisschen voll drauf gepotzt mit dem mit der Pumpgun. Und dann sollten wir das doch relativ schnell hinkriegen, oder? Oh! Alter! Kommt der auf einen zugestürzt wie ein Berserker hier? So. Und für dich war es das jetzt auch. Warnung! Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Danke für den Hinweis, Mira. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Sehr freundlich, die Info. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Erstmal muss ich unbedingt Texturen wiederbekommen. Ich gehe nochmal ganz kurz raus und schau mal, ob das hier bleibt. Ich habe jetzt nämlich irgendwie den Verdacht, wenn ich drinnen abspeichere, dann lässt es auf jeden Fall so. So, nochmal kurz in den Marco. Jetzt ist mal wieder alles in Ordnung. Zumindest bei mir. Garrus will immer noch nicht wieder vernünftig da sein. Jetzt. Okay, dann mache ich hier mal eine Speicherung und mache nochmal einen Neustart. Wobei, ich schaue einfach nochmal rein, ob jetzt vielleicht mal auf die Idee kommt zu laden. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Nee, hier geht es schon wieder los. Okay. Dann verlasse ich mal kurz das Spiel und wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht geht es ja dann mal mit den Texturen wieder. Äußerst komisch. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe eine Lösung für das Problem gefunden. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das so zufriedenstellend jetzt ist. Also ich habe mit Neustarten so nichts erreichen können, aber ich habe eine Lösung im Internet gefunden, die mit der Cheat-Konsole arbeitet. Ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass es eine Cheat-Konsole gibt und man muss auch was in den INI-Dateien ändern von Mass Effect, um die überhaupt aufrufen zu können. Habe ich aber mal gemacht und wir wollen mal probieren, wie das dann aussieht. Genau, wir müssen View Mode Unlit eingeben. Damit beendet sich, damit werden diese schwarzen Polygonenklötze beendet und es sieht wieder alles ordentlich aus. Allerdings werden auch die Lichtverhältnisse geändert und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, aber wir schauen mal. Zack! So. Damit ist es ja nämlich gleich ein ganzes Stück heller und ich finde, das macht irgendwie die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Aber ich würde sagen, für Noveria, wir lassen das jetzt erstmal und ich werde dann vielleicht später nochmal schauen, wenn wir richtig in Noveria drin sind, ob sich das dann vielleicht ändert, ob wir dann vielleicht das benutzen können, ohne dass hier... Hallo? F5? Kann ich nicht mehr schnell speichern? Ich würde gerne schnell speichern. Moment. Hat es jetzt die Einstellung verändert? Ich muss mal kurz schauen. Eingabe? Hier nicht. Steuerung. Halt, schnell speichern. Ach, wieso ist es wieder auf F6? Versteht kein Mensch. Gut, ändern wir wieder. Ist halt standardmäßig auf F6, das ist ein bisschen merkwürdig, deswegen habe ich mir das mal auf F5 gelegt. Gut, also die Sache ist, wenn wir das dann neu starten, dann wird es wieder ohne diese seltsamen Lichteffekte sein. Für Noveria müssen wir es jetzt halt mal so akzeptieren, wie es ist. Dann sieht das jetzt eben so aus. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich habe auch gelesen, dass es teilweise wohl... Also einige hatten gemeint, dass man das mit Patches lösen könnte, aber andere haben dann auch geschrieben, nö, ist nicht, funktioniert trotzdem nicht bei mir. Ich muss auch zugeben, ich habe das bisher noch nicht gehabt, aber ich spiele ja jetzt auch auf meinem richtigen Computer, den ich mir letztes Jahr nach der Hochzeit vom wieder reingekommenen Geld geholt habe. Und vorher habe ich das auf meinem Laptop immer gespielt und da gab es keine Probleme. Da hatte ich auch die Probleme mit den Sounddateien nicht. Also wahrscheinlich war dort die Kompatibilität einfach besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Grafik jetzt irgendwie ein ganzes Stück schlechter ist, auch von den Gesichtern, ne? Es ist alles viel unausgearbeiteter. Naja, wer weiß. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Garrus?
Wo bist du? Gareth hängt unten an der Kiste fest. Egal. Bleibt er halt jetzt dort. Muss damit leben. Irgendwann wird er schon wieder... Siehst du, da ist er auch schon. Wird er schon wieder auftauchen, würde ich sagen. Gut, und wir schauen erstmal hier drüben kurz nach. Denn hier haben wir auch noch was zu sammeln. Upgrade-Kit, wunderbar. Alles mit eingesackt. Und hier in der Ecke... Ich habe halt vorhin schon mal... Bin schon mal hier reingelaufen, um zu schauen, ob sich das vielleicht irgendwann wieder ändert. War aber nicht so. Und da habe ich halt auch gesehen, dass wir hier dann noch eine Kiste haben. Das war ärgerlich. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß auch gerade nicht... Ja, ich schaff's nicht. War gerade ein bisschen dumm. Ich wusste auch nicht, wo ich lang gehen soll am besten. Also... Ich habe halt den Moment verpasst, in dem es dort noch gepasst hätte an der Ecke. Und danach war dann halt einfach Arschkarte. So. Ist halt manchmal ein bisschen blöd mit dem manuellen Überbrücken. Jetzt wiederum ist es total einfach, weil wir eine komplett offene Seite haben. Also das ist echt glücksabhängig, wie man hier durchkommt. Die Thunder. Ich habe schon geschaut vorhin mal, oder habe es zufällig mitgekriegt. Ne, die Tsunami war das, glaube ich. Die beiden Waffen, die sind weitaus besser als das, was wir jetzt gerade tragen. Hier haben wir 216 und 46 bis Hitzelimit. Hier ist 44. Ich glaube, ich nehme die Thunder, die ist gut. Thunder! Wobei hier die Präzision besser ist, ne? Aber... Ich weiß nicht. Ne, komm, ich nehme die mit der höheren... Ich nehme die Thunder, die mit der höheren Durchschlagskraft. Da können wir Gareth dann von mir aus gern die Tsunami in die Hand drücken. Zeig mal. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Na gut, was soll's. Liara kann dann von mir aus auch sehr gern eine andere Waffe bekommen. Nimmst du mal hier die Avenger vielleicht? So. In Ordnung. Alle mit neuen Sturmgewehren ausgerüstet, beziehungsweise Liara ein neues, altes. Ja, das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus jetzt. Was soll's. Ich finde sowieso, man sollte Spiele nicht wegen der Grafik spielen, sondern wegen der Story. Und es ist ja nicht so, als wäre es jetzt total hässlich deswegen. Auch wenn die Lichteffekte ein bisschen... es ist überlichtet. Ein bisschen sehr hell sind. Oh Gott. Ist das Schnee oder was ist das? Man weiß es nicht. Also ich glaube, ich werde dann doch so bald wie möglich mal schauen, ob diese Polygonklötze dann wieder weggehen. Mal schauen. Den Frontkämpfer hat Liara gut bearbeitet, das gefällt mir durchaus. Ach, hier ist noch jemand. Ich dachte, wir hätten es schon. Gut, hier oben. Was tust du? Ach so, okay. Das ist eine Zwischensequenz. Ja. Was haben wir denn da? Was das für welche sind, werden wir gleich noch erfahren. Das war gemein. Die sollte man vielleicht aus dem Verkehr ziehen, bevor sie einen erwischen. Die Rani! Was waren das für Dinge? Sind. Vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Ja, darf ich jetzt. Die Rani sind ganz entzückende Gestalten. Die jetzt eine Rolle spielen und je nachdem, wie wir jetzt handeln, wird es im dritten Teil dann eine, oder wird es unterschiedlich sein, wie dort die Dinge passieren. Persönliches Logbuch, Administrator Tartakovsky. Das ist das letzte Mal. Dieses Transportschiff werde ich nie wieder einsetzen. Wir haben 3 Transporte im Mazedonensystem verloren. In einem Monat. Sie sind entweder zu langsam oder zu blöde. Ich wünsche, Gregor könnte immer noch diese Transporte übernehmen. Er würde alles für mich erledigen und sich von keinen Söldnern aufhalten lassen. Das mit dem Lesen klappt gerade wunderbar. Auch das mit dem Sprechen. Ja, ich bin gerade noch so geistig beschäftigt mit dieser Aufgabe hier, das wieder in Ordnung zu bringen, dass ich noch nicht wieder richtig drin bin. Deswegen die... Leichte Unfähigkeit, vernünftig zu sprechen und vorzulesen, aber was soll's. Ist halt so. Ist
So, Alter, ich so. Zwei Pistolen, die Stiletto könnte ganz interessant sein und eine Raptor 4. Zeig mal die Raptor, wo ist die? Hier. Ja, die ist schlechter, aber die können wir vielleicht Liara trotzdem in die Hand drücken. In jeder Hinsicht besser für Liara und auch noch in einem schönen Mädchenrot, ist das nicht super? Gut, schauen wir noch kurz die Pistole. Die Stiletto hat deutlich mehr Schaden, ist fast gleich bei den Schützenbesitzerlimit. Die Präzision ist ein bisschen niedriger, aber das geht schon. So, ja. Ich habe ja noch gar nichts drin, Mensch. Ist ja Wahnsinn. So wie hier, maximale Präzision plus 9. Hitze. Hitze? Weiß ich nicht. Dann machen wir hier Visier rein. Und sonst Polonium, Schildumgehung, maximale Präzision, Schildumgehung, Schaden. Shredder wäre eigentlich ganz schön. Kryo-Munition, was hat hier Brandmunition, wollte ich mal gucken. 10 Schaden pro Sekunde, 5 Sekunden, also 50 Schaden sozusagen. Minus 10. Komm, das nehmen wir mal. Brand ist lustig. Brand finde ich immer gut. Gut, Gravitationswaffenforschung. Öffnen. Oh, okay. Gibt bloß einen Codex-Eintrag. Schauen wir uns also irgendeinen anderen mal an. Was haben wir denn hier noch? Nichts.